Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videopodcast aus dem Block. Finale! Schön, dass ihr wieder reinschaut und herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Dirk Förmer. Ja, wir sind im Finale des Bitburger Pokals. Wer hätte das gedacht vor wenigen Wochen? Was ist nach dem Spiel gegen Lotte, wo wir 0 zu 3 verloren haben, passiert? Also da waren wir, glaube ich, völlig desillusioniert und da hätte, glaube ich, keiner von uns einen Pfifferling drauf gesetzt, dass wir so überhaupt bis ins Halbfinale schaffen. Ja, aber dann hat die Mannschaft dann doch Eier gezeigt und hat das Kämpferherz ausgepackt. Und was soll man sagen, ne? Beim SV Bergisch Gladbach in der 90. Minute, als alles darauf hindeutete, dass wir schon frühzeitig ausscheiden, hat sie das 1 zu 1 erzielt. Und in der 120. Minute, kurz vor Abpfiff zum Elfmeterschießen, das 2:1 gemacht. Und damit war man im Halbfinale. Ja, und da kam der FC Wegberg Beek angerollt mit einem 2:1-Sieg gegen Preußen Münster, voller Motivation, breite Brust. Und wir, ja, 2:1 bei dem Favoriten Rot-Weiß Essen verloren, ein gutes Spiel gemacht, aber wir hatten ja noch kein Heimspiel in 2021 gewonnen. Aber dennoch, der Druck war bei uns und wir mussten ja es irgendwie ins Finale schaffen. Und wir haben es geschafft. Da muss man sagen, Chapeau Mannschaft. Endlich mal wieder, dass wir nicht nur zu Hause gewonnen haben, den ersten Sieg eingefahren haben. Nein, das Kämpferherz ist nach wie vor ist nach wie vor vorhanden. Und auch das Spielerische, das sieht jetzt langsam auch wieder etwas besser aus. Natürlich, am Ende war es ein Pokalfight gegen Wegberg und auch die Wegberger hatten ja noch ihre Chance, den Ausgleich zu erzielen. Aber das Glück ist halt mit den Tüchtigen. Und das waren wir alle Mann diesmal gewesen. Und deshalb fahren wir auch ganz verdient am 29. Mai nach Bonn. Ja, da erwartet uns dann Viktoria Köln. Und gut, Drittligist, die haben sich auch etwas gemüht gegen Fortuna Köln. 2:1 in der Verlängerung gewonnen und haben damit ihr Finale klar gemacht. Und ja, dann sind wir halt eben Außenseiter. Zu verlieren haben wir nichts. Das heißt, da können wir ja noch viel befreiter aufspielen. Und ich hoffe natürlich, dass die Spieler die nötige Motivation haben, um zu sehen, dass man in einem einzigen Spiel zum Helden werden kann. Denn Helden sterben nie. Auch wenn sie uns verlassen sollten am Ende der Saison. Ja, verlassen wird uns bis jetzt der Nick Galle. Schade, aber na gut. Ein Angebot aus der dritten Liga vom 1. FC Saarbrücken. Das kann man keinen Spieler verübeln, ne, dass er dann geht. Ja, ein halbes Jahr gut war er hier gewesen und ein langer Artikel auf der Aachener Webseite, der ihn dann verabschiedet hat. Und wer es nicht mitbekommen hat, der Mujo Arifi wird uns auch verlassen. Aber das haben wir nicht auf unserer Aachener Webseite gelesen, sondern das haben wir gelesen beim FC Wegberg Beek, denn dort geht er hin. Da fragt man sich natürlich, warum wird der Arifi hier bei uns nicht entsprechend verabschiedet auf der Alemannia-Webseite? Ja, also er war ja in den Jugendmannschaften hier gewesen, also deutlich länger als in der Galle. Und da hätte man ja zumindest mal auf der Webseite auch ihm sagen können: Danke, dass du hier warst. Auf Wiedersehen. Aber nichts. Wie gesagt, wenn man es nicht beim FC Wegberg Beek gelesen hätte, wüsste man ja gar nicht, dass er überhaupt Alemannia verlassen würde. Ja, warum? Das ist wieder, weiß ich nicht. Da verstehe ich die Alemannia nicht. Gehört ja zu den Rebellen, hat er im Training keine Lust mehr gehabt. Will man ihn damit abstrafen? Keine Ahnung, aber sorry Leute,
das gehört sich nicht, ja. Wenn ein Spieler geht, aus welchen Gründen auch immer, ein Dreizeiler auf der Webseite mit einem Foto von ihm, was vergibt man sich denn damit? Nichts. Aber gut, zwei Spieler sind nicht mal weg. Dafür haben auch zwei Spieler verlängert, der Matti Cibulla. Und das ist natürlich hervorragend, dass er hier bleibt. Eigentlich für die U19 ja vorgesehen, hat er ja dann direkt in drei Spielen für den Mann ja bewiesen, was in ihm steckt, ne? Und er gehört in unserem Kader, das ist gar keine Frage. Und dass da schon Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt werden, ist natürlich auch klar. Und umso schöner ist, dass er tatsächlich bleibt. Einen mehrjährigen Vertrag kann heißen, was will. Wenn einer nächstes Jahr kommt aus der höheren Liga und legt 50.000 auf den Tisch, dann wird er wahrscheinlich auch gehen. Aber sei es drum. Erstmal bleibt er hier und das ist auch gut so für seine Entwicklung. Und hat er nicht umsonst gesagt, dass es schön ist bei dem geilsten Verein der Welt. Ja, auch Marco Müller hat seinen Vertrag verlängert, was ich persönlich auch sehr gut finde. Ne? Altes Kämpferherz und er hat ja in dieser Saison auch seine Höhen und Tiefen gehabt, aber er war ja auch immer mal in der Abwehr eingesetzt, dann mal vor der Abwehr, im Mittelfeld. Also dieses Jahr war er ein typischer Allrounder gewesen und ja, sein Tor hat uns überhaupt ermöglicht, dass wir quasi in die Verlängerung in Bergisch Gladbach gekommen sind und dahingehend dann auch später dann ins Halbfinale. Ja, wer jetzt sonst noch bleibt oder wer geht oder wer kommt, das ist wiederum die spannende Frage. Einige Fans werden ja schon nervös, andere verpflichten viele Spieler und was macht die Alemannia? Da hört man wieder nichts. Aber der Martin Bader hat ja gesagt in der WDR-Lokalzeit Aachen, dass man mit Spielern ja im Gespräch ist, sowohl intern als auch extern. Und dann müssen wir uns einfach mal gedulden. Ne? Weil es gibt so viele Spieler auf dem Markt, also wir werden nicht die Resterampe bekommen. Also da bin ich mir völlig sicher. Und vielleicht warten wir einfach mal ab, jetzt mit der Finalteilnahme gegen Viktoria Köln. Macht es etwas leichter und sollten wir sogar da gewinnen und den Bitburger Pokal holen, sind wir ja auch für den DFB-Pokal qualifiziert und dann macht es die ganze Sache natürlich bei externen Spielern noch leichter, dass sie vielleicht nach uns kommen, also zu Alemannia kommen. Warten wir es einfach mal ab. Was soll denn jetzt nervös werden? Gibt gar keinen Grund zu. Ja, wenn man meckert, dann muss man ja auch mal loben und loben. Muss man jetzt auch wieder die Alemannia, denn beim letzten Aufruf, dass man ja ein bisschen mehr Kommunikation Richtung uns Fans macht, dass man mal mehr auf der Webseite liest, was sich so um den Verein tut, oder auch mal bei Instagram, Facebook, in den Social Medien, dass man da mal ein bisschen mehr erfährt von der Alemannia und man auch mal sieht, hat sie ja jetzt schon mal in Ansätzen umgesetzt. Ne? Man sieht schon mal Bilder aus dem Training. Dann hat der Martin Bader ein Interview gegeben. Auf Instagram sieht man immer so, was sich dann vor, während und nach des Spiels so tut. Außer der Twitter-Account von Alemannia, der ist irgendwie ganz verwaist. Da kann man ja auch sehr viel Werbung machen. Ne? Und wenn man auf Instagram tippert oder auf Facebook, dann kann man auch mal auf Twitter noch ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr nicht wollt, ich kann es auch. Mache ich ja eh auf meiner Seite schon. Ja, aber auch das ist jetzt wieder ein bisschen so eingeschlafen und da müssen wir wieder mal ein bisschen drauf aufmerksam machen, liebe Alemannia, dass ihr da mal wieder ein bisschen mehr macht. Ne? Und gerade jetzt, wo wir ja im Finale stehen des Mitbürger Pokals, gibt es ja auch genug Anlass dafür. Ich hatte ja so gehofft, dass es ein Bild aus der Kabine gab, aber leider gab es keins. Ja, muss ja auch nicht immer sein. Ne? Wir sehen ja viel lieber, wenn am 29.05. um 16 Uhr die Alemannia dann immer noch ihren Ehrenrunden auf dem Rasen im Bonner Sportpark dreht mit dem Pokal in der Hand. Und das einzige Manko daran ist natürlich, wir Fans dürfen nicht dabei sein. Immer noch nicht. Ja. Während bei anderen Vereinen schon wieder Zuschauer dabei sein dürfen, auf dem Tivoli leider nicht. Dazu ist der Inzidenzwert immer noch zu hoch.
Und da wir noch ein Heimspiel haben gegen den SC Wiedenbrück, wird das bis dahin auch wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen sein. Naja, wir müssen einfach auf die nächste Saison hoffen, dass wir dann endlich wieder in den Tivoli rein dürfen. Was gab's sonst noch Neues? Peter Hackenberg ist zurück. Ja, man hat schon gemerkt, wo wir im Viertelfinale gespielt haben beim SV Bergisch Gladbach im Bitburger Pokal, war er auch schon dabei und hat ja auch ein schönes Interview danach gegeben. Und ja, man sieht einfach, ne? Peter, schön adrett im Anzug, ne? Also, dann fragt man sich ja, wenn man den Chris Andersen daneben sieht, wer ist eigentlich der Trainer und wer ist der Spieler, ne? Aber gut, so kennen wir den Peter, ne? Er sieht auch einfach in Anzügen sehr schick aus, das muss man ja sagen. Ne? Er hat Stil. Und diesen Stil hat er natürlich auf dem Platz, weil als Motivator und die Leute anfeuern, das kann er. Ne? Und das hat man gesehen. Und das ist das, was auch der Mannschaft anscheinend gefehlt hat. Ne? Ich meine, das sagen ja auch die Spieler selber, ne? Man ist viel zu leise auf dem Platz. Und ja, den Einzigen, den man hört, ist der Ross im Tor. Aber der kann ja nicht von ganz hinten nach ganz vorne brüllen. Da fehlt so wie einer wie der Peter Hackenberg. Und jetzt hat er wieder ein paar Einsatzzeiten bekommen. Und dann können wir froh sein, dass er wieder auf dem Platz ist. Und vielleicht mit ihm und dem Alex Heinze in der Abwehr haben wir vielleicht das Bollwerk gegen Viktoria Köln, das es uns ermöglicht, dass wir zumindest hinten die Null halten. Vorne sieht es ja auch wieder gut aus. Ne? Mergim Feitsualu. Oder kurz Velo genannt. Ein schwieriger Name. Er hat es ermöglicht, dass wir gegen den FC Wegberg Beek dann ins Finale gekommen sind. Mit seinem wirklich klasse Tor. Ne? Per Außenriss ins lange Eck. Können wir uns nochmal angucken. Ich weiß nicht, ne? Das könnte man in Dauerschleife sehen. Ja, auch er hat wieder den Torischer entdeckt. Ne? Schon in Essen hat er ja das 1:2 geköpft, den Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Hat er leider nicht gereicht. Aber er ist wieder auf einen guten Weg dahin, wo er mal hergekommen ist. Bei ihm dachte man ja auch langsam, das wird hier nichts mehr. Aber anscheinend mit Fortlaufen der Spiele und mit regelmäßigem Training findet er doch seine alten Stärke zurück. Und das ist ja auch gut, denn er ist ja auch einer derjenigen, die auch über die Saison hinaus bleiben wird. Ja, an dieser Stelle muss man auch nochmal grüßen und nochmal Geburtstagsglückwünsche übermitteln an den Jupp Bonny. Ist ja jetzt schon wieder über eine Woche her, aber ja, was soll man sagen, ne? Der junge Kerl ist 100 Jahre alt geworden. 100 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Also ich werde bald 50, ne? Und wenn ich mir vorstelle, ich habe noch 50 Jahre, das überlebe ich mit Alemann ja gar nicht. Aber gut, der Jupp hat es aber geschafft, bis zu 100 Jahre alt zu werden. Und er ist ja auch laut seiner Enkeltochter noch bei bester Gesundheit und ist immer noch rüstig. Und da kann man nur sagen, Jupp, weiter so. 105 ist das nächste Ziel. Alles Gute. Ja, dann kommen wir noch zu einem leidigen Thema, was sehr schade ist, ne? Das Tivoli Echo. Ja, die Sonderausgabe. Auf die warten wir jetzt seit Februar. Da sollte sie ja ausgeliefert werden und immer noch nichts. Schade ist, ne, bei Anrufen oder auch bei jeglichen E-Mail-Verkehr, der Druckverlag antwortet einfach nicht mehr. Aussitzen scheint das Motto zu sein. Kennen wir irgendwoher. Ja, auch die Alemannia in Form von Lutz von Hasselt hat ja nochmal geschrieben, dass aber zumindest die Jubiläumsausgabe verschickt werden sollte. Aber auch das ist jetzt schon da 2 Wochen her und ich habe noch nichts bekommen. Und so wie ich auch gelesen und gehört habe, andere auch noch nicht. Ja, es ist schade. Ich rechne auch nicht mehr damit, dass da irgendwas kommt. Auch nicht die anderen Tivoli-Echos aus der Hinrunde.
Und da verstehe ich auch den Verlag nicht, ne? Dann soll er sagen, hey, tut uns leid, aus diesen und jenen Gründen konnte das nicht gedruckt werden. Es gab Fehler und es gab hier und da und bla und blub. Dann ist es ja gut, dann weiß der Fan Bescheid, dann sagt man sich, schade, aber gut, dann ist es eben so. Aber gar nichts sagen, das alles stillschweigend aussitzen, das ist einfach scheiße. Ja, zum guten Schluss eben schon mal angerissen, ne? Es dürfen wieder Fans zurück im Stadion und ja, wann dürfen wir wieder zurück ins Stadion? Ich meine, gut, einige von euch haben gar keine Lust mehr, zurück ins Stadion zu gehen nach der bescheidenen Leistung der Saison, die wir ja erlebt haben alle mal. Und nach den biederen Leistungen hat der eine oder andere keine Lust. Und ja, auch bei mir ist die Motivation dann nicht mehr so hoch gewesen wie am Anfang der Saison. Aber dennoch, auch wenn sie scheiße spielen, ich würde sehr, sehr gerne wieder in den Tivoli reingehen dürfen. Schön im S4 stehen, mit den Kumpels links und rechts, mit dem und dem nochmal quatschen können und bei einem gemütlichen Kaiserstädter dann sehen, was unsere Alemannia macht. Und ich bin nach wie vor sicher, wenn Fans im Stadion wären, hätten wir so eine scheiß Saison nicht erlebt. Garantiert nicht. Aber konnten wir nicht, durften wir nicht. Und die Saison ist jetzt ja auch bald zu Ende. Letztes Heimspiel ist jetzt am kommenden Wochenende gegen den SC Wiedenbrück. Wollen wir hoffen, dass ein zweiter Heimsieg 2021 noch dazukommt und dass die Mannschaft sich dann doch auch noch vernünftig präsentiert. Weil dann geht es auch nochmal gegen den Bonner SC, was ja eigentlich am 29.05. im Bonner Sportpark sein sollte. Was aber ja jetzt verschoben werden muss. Weil, genau, doch das Bitburger Pokalfinale stattfinden wird zwischen der Alemannia und dem SC Viktoria Köln. Ja, da wir am letzten Spieltag ja ohnehin spielfrei gehabt hätten, vielleicht spielen wir dann gegen Bonn nochmal im Bonner Sportpark. Und ja, man könnte ja noch 6 Punkte holen dann und dann hätte man zumindest, sage ich mal, einen würdigen Abschluss verdienen. Sofern man das sagen kann, und dann ist die Saison auch vorbei, vergeben, vergessen, und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Saison. Und was könnte es Schöneres geben, wenn dann diese nächste Saison endlich mal in Ruhe starten könnte, mit Fans im Stadion und dann mit einem schönen DFB-Pokalspiel in der ersten Hauptrunde gegen? Da ist dann noch die Frage. Wollen wir aber nicht so weit im Voraus träumen, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, ne? Als der große FC Bayern gezogen worden ist und wir gedacht haben, ha, der erste FC Düren ist ein kleines Häppchen für uns und dann spielen wir gegen den großen FC Bayern. Ne? Und was ist dabei rausgekommen? Genau, der erste FC Düren hat gegen Bayern gespielt. Ja, die durften leider als Titelverteidiger diese Saison ja nicht teilnehmen am Bitburger Pokal und ja, ist schade für sie als Titelverteidiger. Aber dafür, naja, haben sie eine Wildcard für die nächste Saison. Ein schwacher Trost. Aber dann wird man sich wahrscheinlich wiedersehen, wenn dann die neue Runde beginnt. Und dann hoffentlich nicht wieder ab dem Viertelfinale, sondern dann wieder in Runde 1. Bis dahin, ich wünsche eine schöne Woche. Freuen wir uns, dass wir im Finale stehen. Wirklich das einzige Highlight dieser Saison. Und es ist dann doch das eingetreten, was alle gehofft haben. Ein würdiger Saisonabschluss mit der Finalteilnahme im Bitburger Pokal. Eine Hand am Pott. Wenn jetzt mehr bei rauskommt, umso besser. Wir werden es sehen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Adieu da, tot Zins, tschüss und auf Wiedersehen.